Von Rhein-Main keine neuen Arbeitsplätze geben wird. Es geht nur um Verlagerung von Arbeitsplätzen auf Fraport eigenes Gelände. Arbeitsplätze, die dann in der Region fehlen werden. Und außerdem, die wichtigste Airline an diesem Flughafen, die Lufthansa, ist ja jeden Tag fast in der Presse mit neuen Modellen, wie sie Arbeitsplätze abbauen wollen. Versprochenen neuen 100.000 Arbeitsplätzen, die Herr Roland Koch uns versprochen hat, ist nicht zu sehen und sie werden auch nicht kommen. Und trotzdem sagt ein hessischer Staatsminister, Herr Boddenberg, ohne Skrupel,
Ja, wir würden es genauso wieder machen. Wir würden die Bahn auch wieder so bauen. Und ich meine, ein Flughafen darf auch keine Aktiengesellschaft sein, in der das Mantra eines Herrn Schulte gilt, des Vorstandsvorsitzenden der Fraport, der sagt, ich bin nur meinen Aktionären verantwortlich. Das geht nicht. Diese Arroganz und Ignoranz von Wirtschafts- und Shareholder-Value-Vertretern, diese Arroganz muss von Seiten der Politik ein Riegel vorgeschoben werden. Nehmen wir die Politik dafür in die Pflicht. Wir wollen geöffnete Fenster, wir wollen unsere Gärten nutzen, unsere Naherholungsgebiete nutzen. Wir wollen körperliche Unversehrtheit und ein Leben in Würde. Das sind die wichtigsten zu verteidigenden Grundrechte, für die sich die Politik einzusetzen hat. Alles andere ist nachrangig. Gesundheit und Leben geht vor Wirtschaft, Wachstum und Profit. Für heute tritt zum ersten Mal ein breites Bündnis gegen den Zivilisationslärm gemeinsam an. Es macht darauf aufmerksam, dass der Lärm in der Luft und der Lärm auf der Schiene dieselben Ursachen hat. Machen wir uns nichts vor. Wir konsumieren zu jeder Jahreszeit immer mehr und immer ungeduldiger, immer billigere Waren und nennen das unseren Lifestyle. Wir fliegen übers Wochenende nach Mailand und London, weil es nichts kostet. Dafür nutzen wir den Billigflieger. Wir merken jetzt, dass Erdbeeren Lärm machen, wenn wir sie zur falschen Zeit essen. Dass T-Shirts Lärm machen, wenn sie nur 4 Euro kosten sollen. An den Textilien der eingestürzten Fabrik in Bangladesch hingen schon unsere Preisschilder in Euro. Wir alle, die hier stehen, sind ein Teil des Problems, über das wir hier reden. Wir gehen den kommerziell erzeugten Bedürfnissen auf den Leim. Wir erzeugen überflüssige Warenströme durch unsere Gewohnheiten. Und die globalisierte Arbeitsteilung heizt den Warentourismus just in time an. Auf der Rheinschiene werden 30% mehr Warenströme rollen als bisher. Mainz wird schon darauf vorbereitet. Die Stadt hat eine zweite Tunnelröhre bekommen. Überall gibt es kleine Baustellen an Brücken. Eine große Baustelle haben wir am Gleisdreieck Nordkopf. In Amöneburg wird eine neue Brücke gebaut. Eine 250 Milliarden Euro gibt die Bahn allein hier bei uns vor der Haustür aus, damit dieser kommende Güterverkehr ungestört und beständig rollen kann. Auch an allen anderen Rheinquerungsknoten wird gebaut. Der Eisenbahnknoten Mainz-Wiesbaden ist die letzte Rheinquerung vor dem Welterbe Mittelrheintal bis Koblenz. Mit seinen 3 Flussbrücken über den Rhein und über den Main hat er eine Schlüsselrolle für die Schleusung dieser Verkehre. Wir werden das vor allem nachts merken. Dann, wenn das Nachtflugverbot Schlafruhe verspricht. Nachts werden die Güterzüge vom Personenverkehr nicht gestört. Im Mittelrheintal wurden in Bayrüdesheim 100 Dezibel bei Zugdurchfahrten in der Nacht gemessen. Das ist der Lärm eines Flugzeugs an der Startbahn. Diesen Lärm dürfen wir an den Mainzer Brücken erwarten. Dort, wo gerade hochwertige Wohngebiete gebaut werden. Und natürlich ist es ökologisch, den Verkehr von der Straße weg auf die Schiene zu bringen. Auf dem Wasser gibt es auch noch viel Kapazität. Das Ziel ist richtig, aber der Weg ist nicht vorbereitet. Es gibt viel Augenwischerei und Beruhigung, was uns gerade präsentiert wird. Aber die Erdbeeren im Winter, die werden noch ziemlich laut werden. Dankeschön. Es war Zeit, höchste Zeit, dass der Schall auf die Ohren haut. Ich bin fast taub, es war zu laut. Zeit, dass der Schall auf die Ohren haut. Ich bin fast auf, es war zu laut. Zu laut, zu laut. Zu laut, zu laut. Zu laut, einfach zu laut. Dankeschön. Vielen Dank für diesen Beitrag.